Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Siedler, das Erbe der Könige. Ich habe jetzt Büchereien erforscht, ich habe hier ein Wetterkraftwerk gebaut und ich werde jetzt nämlich Winter machen, damit ich mit Dario und den vier Leibeigenen darüber kann. Also machen wir es. Der Winter kommt. Ist in Ordnung. Dann geht mal rüber, Leute. Dario wird sich gleich hierhin begeben, zu dem Typen da. Na, zuerst zu der Truhe bitte und dann zu dem Typen. Ich könnte eigentlich auch Pilgrim dazu holen. Okay, da werden die schon wieder angegriffen. Aber meine Schützen werden jetzt erstmal schön hier. Der Na komm, Feind Pilgrim. attackiert eure Siedlung. Geh mal hier hin. Ja, ist gut. Ihr baut mir erstmal ein schönes Dorfzentrum, damit die auch dahin können. Gut. Okay. Und dann werde ich mal mit dem Alchemisten da quatschen. 160 Taler ist ja gar nichts. Oh Gott, mein Kanonenturm. Den müsste ich auch gleich mal reparieren. Egal. Erstmal mit dem Typen hier reden. Ich habe euch erwartet. Letzte Nacht. Letzte Nacht, da hatte ich einen Traum. Ich sah ein einstmals stolzes Volk, friedvoll und dem rechtmäßigen König treu ergeben. Dann zogen dunkle Wolken auf und der dunkle Herrscher mit seinen Horden stürmte das Land. Er trieb die Menschen tief hinein in das Tal der Verzweiflung, wo sie sich ihm in einer letzten großen Schlacht stellten. Doch der Feind war zu stark, seine Übermacht zu groß. Alle wurden niedergemacht, bis auf jene wenigen, die dann in den Schluchten und Gletschern der Berge ums Leben kamen. Dort, an jenem Ort, da die letzte Bastion gestürmt war, fiel dem dunklen Lord einer der Kristalle der Macht in die Hände. Dort, Herr, dort, in diesem dunklen Tal, dort müsst ihr ihn suchen. Was meint er mit einem dunklen Tal und einem Kristall? Meint er etwa da, wo ich die vielen Barbaren gesehen habe? Ja, ist gut. Egal, ich werde jetzt hier erstmal natürlich Häuser und Bauernhöfe bauen. Und dann werde ich sofort Pilgrim wieder zurückschicken und Sommer machen, damit meine Leibeigenen erstmal hier gefangen sind. Sozusagen. So. Die sind nämlich jetzt alle auf Stopp. Okay, anscheinend ist auch keiner gestorben. Das gefällt mir. Dann schicke ich das Pferd jetzt erstmal wieder zurück. Wird gemacht. Das auch. Sei da fertig. Und wer ist denn da nicht fertig? Sind das die Holzhacker? Wow, die waren ganz schön fleißig. Ja, natürlich. Ah, und die Schwefelleute. Wow. Ihr wart fleißig. Dario ist wieder da. So. Es ist Zeit, ja? Dafür sind wir genau die Richtigen. Stop. Verteidigt erstmal nur. Stop. Ihr schafft das schon, Leute. Okay, mir ein paar Leute fallen hier, aber die werde ich eh nochmal aufstocken. So, jetzt kommen die Armbrustschützen jedenfalls wieder.
So. Leg mal die Jungs und ich heute Abend frei. Nein. In Ordnung. Okay, dann bauen wir jetzt mal eine Kapelle hier hin. Und sie passt wie angeflossen, gegossen. Das könnte ein bisschen lauter werden. So, sobald Pilgrim über den Fluss ist, werde ich erst einmal wieder, wo ist mein Türmchen hier, werde ich erstmal wieder zu Sommer machen. Und ist er schon drüber? Ah, da läuft er. Der müsste gleich rüber sein. Natürlich muss er den längsten Weg drüber nehmen. War ja klar. Bevor Kerberos was anstellen kann. So. So, die Priester sind auf jeden Fall hier angekommen. Ich werde hier auch jetzt erstmal weiter forschen, denn Forschung ist wichtig. Das sind belegt. Aber es auch muss ich das tatsächlich ausbauen. Okay. Es soll. Hat er nicht gesagt. Halt Statistiken F4, bitte. Kathedrale, genau. Es muss eine Kathedrale sein. Also werde ich der Bitte auch nachkommen und eine Kathedrale errichten, nicht wahr? So, ihr seid Gruppe 1 und ihr haltet mal. Die Erforschung einer neuen Technologie. Eigentlich müsste ich jetzt die nochmal ausbauen hier. Ich habe nur leider keinen. Alles weg. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Da, alles weg, sagt ihr. Nee, hier. Ja, ja. Hier sind noch Steine. Hackt mal schön alle Steine weg, die ihr seht. Das ist immer gut. Muss ich danach nochmal mit dem Bürgermeister quatschen? Nee, ne? Auf jeden Fall werden die uns helfen. Und dann können wir uns voll und ganz auf die Rettung der der Dings konzentrieren. Da kommen auf jeden Fall zwei hin. Also zwei neue Menschen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ich habe keine große Lust, dass die irgendwie sich beschweren über irgendwas. Deswegen baue ich lieber alles mal hier. Ja, ja. Oh, Feinde kommen. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Fertig. Bis in den Tod. Halt. Haltet euch mal. Ah, mein Kanonenturm ist weg, verdammt. Zahltag. Ja. Ich baue mal ein paar Sachen hier hin. Oh. Das ging schnell. Halt. Ja, da kommen immer mehr. Das gefällt mir nicht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ich weiß. Deswegen baue ich ja noch einen hin. Mann, wie undankbar die sind. 600 Stein. Fertig. Wenigstens kosten die nicht so viel. Wie die. Das könnte funktionieren. So. Jetzt baue ich die Kathedrale. Das heißt. Nicht nur verteidigen. Stopp. Oh Gott. Nur Mut. Wir werden sie. Aua. Das tat weh. Nein, 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 nein. Bleibt. Och, ich hasse es. Jetzt ist die ganze Ordnung wieder kaputt. Gott, die machen auch, was sie wollen. Ganz ehrlich. Stopp. Nach deinem Pfeilkampf hier. Wir erledigen das. Aber geht mal Aveng wieder zurück. Stopp. Alle auf Stopp. Mami. So.
sind alle vom Sägewerk erforscht. Ich muss echt bald mal die Grobschmiede zu einer Feinschmiede machen. So, und die ist auch bald fertig. In diesem Video schaffe ich es noch, ein Gotteshaus zu bauen. Oh, so schön. Dann kann ich mich echt auf die Erhöhung meiner Armee konzentrieren. Wie viele Arbeiter habe ich jetzt eigentlich? 86, wow. Beeilung! Schneller! So, so, so. 95, 96 und fertig! Aufgabe erfüllt. Die heilige Kathedrale von Avalon ist fertiggestellt. Tja. Muss ich jetzt noch mit dem Typen quatschen? Nein. Gut. Ich dachte schon. So. Ach! Das ist jetzt plötzlich. Ich habe keinen Arbeitsplatz. Das ist jetzt plötzlich nicht mehr meine Kathedrale oder was? Na gut, dann kann ich halt die Eisenschächte hier bauen. Das ist ja ziemlich gut. Freut mich. Freut mich doch sehr. Toll. Jetzt habe ich eine Kathedrale gebaut, die mir nicht gehört. Wundervoll. Ich werde jetzt erstmal alle noch auf ihre letzte Stufe ausbauen. Okay. Das Pferd muss zurück. Die müssen zurück. Ja, die müssen auch zurück. Ja, Herr. Die auch. Gott, oh Gott, oh Gott. Wir erledigen das. Am besten noch, bevor es zu teuer wird. Oh, die müssen zurück. Die haben die Hälfte ihrer Mannen verloren. Jawohl. Die auch. Gott, oh Gott. Wir erledigen das. So viele Armbrustschützen, die einfach mal zurück müssen. Okay, sonst sind alle voll. Okay. Sofort. Stopp. Gut. Puh, was ist das für ein Zeug? So, bevor es noch teurer wird. So, schnell die Pferde. Wie ihr befehlt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich weiß, ich weiß. So, dann baut ihr mir mal eine Mine. So. So, schnell. Bevor es zu teuer wird. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Und? Jetzt sehen wir live die Verwandlung. Bäm, aber lässt ihn schützen. So, wo sind die Hellebardier? Hellebardier? Okay, jetzt kann ich die da eigentlich auch noch schnell. So. Damit hätte ich es eigentlich. Oder? Eigentlich schon. Dann habe ich auch eine riesige Armee. Jetzt brauche ich nur noch die Pferde auch noch. So. Euer Wunsch ist mir Befehl. Tötet sie! Euer Dorf steht unter Beschuss. Ergreift sie! Macht die Kanone kaputt. Nein, nicht schon. Oh mein Gott! Kann ich jetzt Feierabend machen? Es ist die Hälfte der Mann schon wieder kaputt gegangen. Toll. Nein, bitte. Geht doch hier hin. Geht doch einfach zurück. Lass das Pferd doch erstmal Pferd sein. Danke. Wie ihr befehlt. So soll es sein. Seid unbesorgt. Und bitte bleibt. So, du gehst nochmal zurück. Okay. Aber immerhin, jetzt habe ich bald Buster-Schwertkämpfer, oder? Glaube ich schon. Das werdet ihr noch live erleben in diesem Video, wenn unsere schönen Schwertkämpfer
zu Bastardschwertkämpfern werden oder was auch immer die dann für Schwerter haben werden. Nee. Und? Bastardschwertkämpfer, ich wusste es doch. Okay, bald habe ich auch Armbrustschützen. Ich werde auch die Kanonengießerei. Ach, die kann ich noch gar nicht ausbauen. Ich sollte langsam mal Chemie erforschen. Ja. Jetzt hab ich Armbrustschützen. So. Ja, da sind sie. Leute, Pause machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Siedler des Erbe der Könige, wenn ich hoffentlich endlich zuschlagen werde. Und die Prinzessin befreie, um diese Karte endlich abzuschließen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.